So, hallo und herzlich willkommen. Das hier ist ein Blender-Video. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Es wird wahrscheinlich eher mehr ein Blender-Inspiration-Video. Wie auch immer, wie man vielleicht schon an meiner Stimme etwas hören kann, habe ich es mal wieder geschafft und mich irgendwo angesteckt. Ich hoffe mal, dass es noch in einem halbwegs annehmbaren Rahmen bleibt und ich euch hier nicht vor der Kamera verrecke. Beziehungsweise, ich nehme ja zumindest nicht mein Gesicht auf. Das sieht bestimmt gerade auch nicht gerade so Bombe aus. Aber ich hoffe, dass meine Stimme auf jeden Fall durchhält. Heute, wie ihr schon sehen könnt, soll es uns um sowas hier gehen. Wir möchten ein, ja, Propellerflieger irgendwie hinkriegen zu bauen. Ich muss zugeben, ich habe so etwas noch nie getan. Und deswegen wird es das allererste Mal sein, dass ich sowas erstelle. Ich hoffe, am Ende lässt sich das Resultat auch wirklich sehen. Und ja. Am Ende soll das natürlich dann auch irgendwann für ein Unity-Tutorial genutzt werden, indem ich euch zeige, wie man einen Flieger in Unity halt bauen kann, beziehungsweise steuern kann und so weiter. Dafür brauchen wir aber natürlich erstmal ein Modell und das möchte ich heute erstellen. Also fangen wir gleich mal an. Ich habe hier dann das Modell glücklicherweise direkt neben mir, so dass ich die ganze Zeit drauf gucken kann. Da beginnen wir einfach gleich mal mit einem Würfel. Und um das ordentlich darzustellen, um das ordentlich hier zu bauen, brauchen wir natürlich erstmal diese Rundungen des Fliegers. Dafür werden wir hier einfach erstmal das Ganze ein wenig in die Breite ziehen, genauso wie hier. Ups, nein, das wollte ich nicht. So, S und Z. Und da haben wir ungefähr diese Rundungen. Hier müssen wir das natürlich auch noch ein Stück in der Y-Achse ziehen. Und als nächstes werden wir alles selektieren, S und Y, und machen das Ganze etwas breiter. So, das wird unser Rumpf. Dafür werden wir aber alles noch ein wenig abändern müssen, nämlich vor allen Dingen hier vorne. Da werden wir das Ganze hier ein Stückchen vergrößern. Hier kommt unser Propeller hin. Und hier werden wir noch einen Cut setzen. Und das auch nochmal ein Stück größer machen. Das hier wird unser Sitzbereich. Hier kommen dann die Sitzplätze rein. Dafür müssen wir das ungefähr hier hinsetzen und S, Y, dann hier noch einen reinsetzen. Und dann können wir diese Kante, diese Kante, diese Kante und diese Kante auswählen. S und X machen das hier ein Stück größer. Dann wählen wir jetzt die Flächen hier aus und machen einfach E, Z und ziehen das hier ein Stück runter. Ich denke, das geht so. Da haben wir den Platz für die beiden Flieger. Dann müssen wir das aber hier nochmal alles ein Stück vergrößern. Dementsprechend würde ich sagen, wir gehen mal wieder in den Punktmodus. Werden hier alles auswählen. Dafür müssen. Na, das war zu viel. Müssen wir das hier über die. Ah, verdammt. Das ist alles noch angeschlossen. Und nicht irgendwie. So. Ja, jetzt haben wir das, was ich wollte. Und ziehen das hier noch ein Stück nach vorne. Als nächstes sollten wir das vielleicht auch noch ein ganz klein wenig enger zulaufen lassen. Und ein Stück in die Höhe. So. Dann nehmen wir auch nochmal diesen Teil hier. Am besten mit C markieren hier. Da sind wir am schnellsten und besten dran. Machen den vielleicht noch ein bisschen kleiner. Hier können wir dann noch irgendwo dazwischen Cuts setzen, sodass wir ein bisschen das abrunden und so weiter. Aber jetzt ist erstmal der Teil dran. Jetzt machen wir E, ziehen das ganze Stück nach vorne. Nochmal E, ziehen das Ganze nochmal ein bisschen kleiner. Das wird dann so ungefähr hier dieser vordere Teil. Da muss natürlich noch dieser komische Motorblock da dran. Da muss ich mir noch überlegen, wie genau wir den dann erstellen werden. Aber jetzt kommt erstmal hier der hintere Teil. Denn der hintere Teil muss natürlich noch ein wenig abgewandelt werden, da er bisher. Oh, jetzt habe ich das mitmarkiert. Dann machen wir das nochmal so. Ah. Denn erstens wird es hinten halt dünner. Das müssen wir beachten. Also müssen wir S, Y, nee, X,
ist das bei mir. Und das Ganze etwas dünner machen. Außerdem ist es natürlich auch ein Stück kleiner. So. Jetzt extruden wir das Ganze nochmal ein Stück nach da und machen das nochmal dünner und nochmal klein. Ja, SZ. So. Das ist schon wieder fast zu klein. Ja, das könnte ungefähr hinhauen. Und das könnte gehen. So, als nächstes können wir uns mal um das Heck kümmern. Also brauchen wir hier nochmal alles markiert. So. Und das extruden wir nochmal. Aber machen es diesmal viel, viel dünner. Sollten es ungefähr auf der Höhe belassen. G. X. Das ist ungefähr so lang. Und jetzt müssen wir das Ganze hinten ein bisschen abrunden. Dafür nehmen wir jetzt diese untere Kante, schieben die ein Stück nach da, nehmen diese Kante auch. Das war zu viel. Dann nur die 5 Punkte hier, schieben die auch noch ein Stück nach da. Und ich glaube, hier unten muss ich noch viel stärker abrunden. Dann machen wir das nochmal ordentlicher und schieben das wirklich bis hier runter. Und ziehen es noch ein Stück nach oben. Dann nehmen wir nochmal diese Kante hier. 1, 2, 3, 4, 5. So. Das war wieder zu viel ausgewählt. Auch noch ein Stück. Ich denke, das geht von der Abrundung her. Und jetzt müssen wir uns hier rum kümmern, dass wir diesen Teil nach oben ziehen. So. Hier geblieben. So. Dann extruden wir das nach oben und gucken uns das mal an. Das war zu wenig. Wir brauchen das noch ein Stückchen größer, indem wir hier das Ganze selektieren. Dann markieren wir diesen ganzen Bereich hier und ziehen das nach oben. Das sollte ungefähr fürs Heck reichen. So, nochmal ein Stück zusammen, nach hinten. Das ist ganz okay. Jetzt müssen wir natürlich dafür sorgen, dass dieser Teil hier auf jeden Fall weitaus enger zusammenkommt. Denn das ist noch viel zu breit. Das sollte gehen. So, jetzt nehmen wir die Punkte hier, müssen die auch noch ein Stück zusammenschieben. Das ist ganz gut, denke ich mal. Und jetzt müssen wir natürlich nochmal hier die Front selektieren und einfach nach hinten schieben. Denn das ist ja schon wesentlich angeschrägter. Und auch diesen Teil direkt nach hinten schieben. Nach unten vielleicht nochmal ein Stück. Und damit haben wir das auch ganz gut im Griff. Jetzt nehmen wir das hier, tun das auch nochmal ein Stück dünner machen und nach hinten ziehen. So, das sieht ganz gut aus. Und ganz oben ist das auch noch ein bisschen nach, ja, in die Mitte gezogen. So, und dann setzen wir hier einen Loop Cut oder zwei vielleicht sogar und sorgen dafür, dass das hier etwas abgerundeter ist, indem wir das einfach ein Stück größer machen. So. Markieren nochmal hier auf der Seite die Stellen und ziehen die wieder ein Stück zurück. Ja, ich denke, das ist ein ganz gutes Heck. Das können wir so lassen fürs Erste. Kann man später noch ein bisschen dran rumdoktern, aber ich denke, das ist ganz okay. Und jetzt setzen wir hier auf der Höhe einen Loop Cut. So. Und nochmal hier relativ weit unten, damit wir das gut selektiert haben. Jetzt müsste man ungefähr die Größe der Flügel anschauen. Die sind, wenn wir das hier betrachten, auf der Höhe des ersten Lochs, wo jemand drin sitzt.
Dementsprechend, die enden circa auf der Mitte des zweiten. Das heißt, wir gucken mal hier. Es sollte hier anfangen und ungefähr hier enden. Das heißt, wir nehmen all das, was dort ist, und nehmen das hier als Flügel. Ich denke mal so ein Stück. Ja, bisschen Flügellänge hat das ja schon. Wobei nicht ganz so viel. Ich denke, so geht. Das könnt ihr ruhig erstmal auch so lassen. Danach nehmen wir natürlich exakt auf der anderen Seite die hier und versuchen das auf so ziemlich derselben Länge zu extruden. Natürlich auf der X-Achse. Ich denke, das sollte so ungefähr dieselbe Länge sein. Tut mir leid. Und wir haben jetzt hier unsere Flügel. Können wir noch ein Stückchen reinziehen, so ungefähr. Das sollte funktionieren. Als nächstes müssen wir natürlich nochmal hier die selektieren. Upsala. Und dann werden wir das Ganze ein wenig in die Höhe ziehen, denn die sind ein ganz klein wenig angeschrägt. So, jetzt da wir das haben, werden wir uns das Ganze erstmal betrachten hier. Ich finde, das sieht schon gar nicht mal so schlecht aus. Also dafür, dass ich es wirklich noch nie gemacht habe, cool. Hätte ich nicht erwartet, dass das doch recht gut geht. Als nächstes müssen wir die Flügel erstmal ein bisschen betrachten. Die sind hier vorne natürlich abgerundet und die laufen auch ein wenig. Ja, die werden hier oben etwas dünner, glaube ich. Dann müssen wir natürlich noch bedenken, Flügel sind meistens so aufgebaut, dass sie vorne dick sind und hinten sowieso ganz dünn zu laufen, weil Aerodynamik und Co. Dementsprechend werden wir das auch noch versuchen mit zu beachten, dass die Flügel hier vorne auf jeden Fall dicker sein müssen. Das heißt, wir machen SZ. Ja, das ist ganz okay. Ach so, das dreht die so nur, weil das hat es ein bisschen hier verzogen. Aber das ist nicht so schlimm, weil der Teil hier hinten wird wieder kleiner gemacht am Ende. Was noch wichtig wäre, dieser Teil muss ein Stück nach oben gezogen werden, denn die müssen ja oben dicker sein als unten. Dann müssen wir hier hinten auch noch mal das Ganze einfach kleiner machen in der Z-Achse. So. Und jetzt seht ihr, die Flügel sind ein bisschen verzogen. Das kann man leider nicht ändern, weil wir vorher die Flügel angeschrägt haben. Wir können das Ganze nochmal abändern, indem wir das rückgängig machen und die Flügel jetzt hier in diesem Zustand bearbeiten. Da wird das nicht so schräg. Ist vielleicht auch sinnvoller. So, ich denke, das ist eine Höhe, mit der kann man arbeiten. Ja, das ist super. Und jetzt nehmen wir natürlich auch noch hier die hintere Seite und machen die kleine. So. Dann würde ich sagen, wir selektieren auch noch mal hier den Teil. Ja, das war zu viel. Das, 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 das und das. SZ und gleichen das ein bisschen an. So, jetzt gucken wir uns das hier an. So, und machen einfach mal das, was wir vorhin gemacht haben, nämlich die Flügel anschrägen. Denn das, was jetzt kommt, würde dazu führen, dass wir sie wahrscheinlich nicht mehr anschrägen können. So. Also ist nicht mehr ganz so einfach. Deswegen selektieren wir, Quatsch, nicht selektieren, sondern setzen wir hier einen Loop Cut. So, und jetzt selektieren wir die Strichlein hier. Ah ja, hier kommt man nicht mehr ganz so einfach an den Strich ran. Ich glaube, das ist der richtige, ja, das ist der Strich. So, und machen das einfach. Nö, wir machen es einfach direkt kleiner. Das ist so okay.
So, ziehen das hier ran. Und ich denke, das ist eigentlich ganz gut so. Das ist gut angeschrägt. So. Na, komm schon. Ach, verdammt. Ich muss ja erstmal den Loopcut setzen. So. Wo hab ich den eigentlich hingesetzt gehabt? Der ist da vorne. Dann setzt man hier. Gut, dann werden wir jetzt hier das nochmal markieren. Und kleiner machen. Gucken wir jetzt hier, damit wir das halbwegs gleich hinkriegen. Ziehen wir noch ein Stück nach da. Und ich denke mal, das kann man erstmal so lassen. Wir können die Flügel natürlich noch ein bisschen ja, verschönern und besser machen. Aber wenn wir jetzt hier zum Beispiel mal den Subdivision Surface Modifier drüber laufen lassen, seht ihr, das rundet sich sowieso alles von selber ab. Und dementsprechend, ja, sollte das gehen. Das einzige Problem ist bei solchen Modifiern immer, dass es dann hier solche kleinen Zwischenteile setzt, die halt beim Abrunden passieren. Aber das ist auch kein Weltuntergang. Aber das brauchen wir natürlich erstmal jetzt nicht. Deswegen hauen wir den jetzt einfach erstmal wieder raus. Und ich würde sagen, wir werden auch nicht über den Subdivision Surface Modifier unsere Sachen hier abändern. Sondern je feiner ihr das haben wollt, desto mehr Loop Cuts müsst ihr einfach setzen. Erstens spart euch das relativ viel an solchen Artefakten. Und zweitens ist es halt etwas angenehmer. Als nächstes werden wir jetzt mal unser Bild nochmal betrachten, denn ich werde mir erstmal überlegen müssen, wie es weitergeht. Wir können jetzt einfach schon mal versuchen, hier diese, ja, Radteile dort ranzusetzen. Das wäre dann ungefähr auf der Höhe hier, würde ich sagen. Und die ziehen sich direkt hier von der Seite. Also setzen wir hier Cuts. Und dort müssen wir da und da das auswählen und einfach extruden. Ich denke, so lang ungefähr. SX. Und jetzt jedes einzelne nochmal dünner machen. Natürlich immer versuchen, ungefähr auf dieselbe Höhe zu kommen, denn ansonsten sieht es ein bisschen komisch aus. SY nochmal verkleinern. Genauso wie hier. SY. Das ist ungefähr dasselbe. Sieht ganz gut aus. Können wir so lassen. Da kommen dann die Räder dran, die machen wir aber extra und nicht jetzt sofort. Und hinten kommt da nur so ein kleiner Bippus dran. Da können wir das hier ungefähr regeln. Das ist ja eigentlich so ziemlich direkt. Hier, da sollte das hin. Das heißt, wir werden hier einfach so eine kleine Ja, ich denke, das reicht. Viel mehr müssen wir da erstmal nicht machen, denn das sollte passen. Als nächstes können wir mal zu den ja, Cockpits hier kommen. Denn erstens müssen die ein Stück ja, tiefer gelegt werden. Dafür können wir den hier auswählen. So. Das sollte ganz gut sein. Dann müssen wir aber hier nochmal an die Punkte ran. Denn die hat es leider nicht mit hochgezogen. So, auf dieselbe Höhe damit. Ich denke, das sieht schon besser aus. Als nächstes brauchen wir hier einen Cut. Und da setzen wir jetzt hier die Windschutzscheibe hin. Die Frage ist, wie wir die am besten machen. Ich würde fast sagen, wir setzen hier noch einen Cut und da noch einen Cut und wählen das, das, das und das aus. Drücken E, gehen nach oben, drücken R und X, ziehen das hier rum, ziehen das nach vorne
Und ich denke, das könnte schon fast passen. So. Das ziehen wir noch ein Stück nach da. Oder? Nee, das lassen wir so. Dann setzen wir hier einen Cut rein, weiter oben. Wählen den Teil hier aus. Genauso wie diesen Teil. So. Habe ich alles ausgewählt, was ich brauche? Ja, ich denke schon. Machen da E. SX. Stückchen vergrößern. So, das sieht ganz gut aus. Können wir so lassen. Wir sollten dem Ganzen erstmal eine Farbe hier geben. Dementsprechend bleiben wir erstmal bei dem Gelb von der Maschine selbst. Wobei. Zurück. Rückgängig. Kann man das. Na. Ich kann die Farbe nicht nochmal löschen. Nehmen wir einfach eine neue. Jetzt kann ich die Farbe löschen. Nee, kann ich nicht. Dann alles auswählen. Die Farbe ist seinen. Und jetzt kann ich die löschen. Immer noch nicht. Wieso kann ich die nicht löschen? Ist ja bescheuert. Ach so. Ich bin im Edit-Modus. Deswegen. Ja, tut mir leid. Jetzt wählen wir aber endlich diesen Teil hier aus. Mit dem ganzen Rahmen, den wir hier geschaffen haben. Und was soll da jetzt genau passieren? Das ist ziemlich einfach. Wir werden dort einfach ein Stück dunklere Farbe hinsetzen. Denn das ist ja unsere Windschutzscheibe, also der Rahmen der Windschutzscheibe. Und deswegen sollte der erkenntlich sein. Also man sollte ihn erkennen. Und so, ich denke, das geht. Material 2 ist sein. Ein Stück dunkler. Das sieht ganz okay aus. Können wir so lassen. Es ist nicht perfekt wie auf dem Bild. Vor allen Dingen ist es ein bisschen zu groß, finde ich fast. SZ. Das ist okay. Stück runter. Da geht das hier nicht mit. Da müssen wir dann mal noch den Punkt runterziehen. So, das sieht besser aus. Ich denke, das reicht. Das ist perfekt. Brauchen wir noch für den zweiten Mann eine Windschutzscheibe. Dafür erstellen wir hier auch wieder einen Loop Cut. So. Und wählen wieder all das aus, was wir brauchen. E. RX. So. Ein Stück nach hinten ziehen. Wieder das, das, das. Und das. Nee, Quatsch, erst den Loop Cut setzen hatte ich. Ich hatte hier doch einen Loop Cut gesetzt, oder? Ich weiß es nicht mehr. Scheiße, wie habe ich das nochmal gemacht? Einfach ein Stück nach vorne. So. Und jetzt selektieren wir diesen Teil. Ist auch nicht schlimm, wenn es nicht ganz perfekt gleich ist. Ist ja immerhin. Bloß das vom Hintermann. Wobei, ich bin mir nicht ganz sicher, bei den Fliegern fliegt, glaube ich, der Hintermann, ne? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Ist auch nicht so wichtig. Es ist ja jetzt hier nicht total akkurat und perfekt. Also soll es zumindest nicht sein. Und allwissend bin ich eh nicht. Aber das solltet ihr langsam wissen, denn immerhin. Habt ihr wahrscheinlich schon einige meiner Tutorials gesehen und Fehler mache ich andauernd. So, ich denke, das passt so. Ich würde das vielleicht nur noch mal ein Stückchen kleiner machen und runterziehen hier. Dafür muss ich natürlich wieder das Mittelteil nehmen und auch runterziehen. So, sieht ganz gut aus. Kann man so lassen. Ich denke, das passt. So, jetzt werde ich mal noch das hier ein Stück hochziehen. Denn das ist auch im anderen
Also auf dem Bild immer so ein bisschen hochgezogen. So. Das auch noch. Ja, ich denke, das passt. Das sieht super aus. Ich weiß, das Tutorial ist heute etwas sehr, sehr, sehr lang. Aber so ein Flieger ist nun mal etwas, was nicht so schnell halt gebaut ist. Das kann man leider nicht ändern. Und da mache ich das hier alles noch relativ grob. Das muss man bedenken, ne? Ja. Als nächstes werden wir hier etwas einbauen, nämlich die Stützstreben. Dafür gehen wir erstmal hierher und auch noch dahin. Wir brauchen jetzt hier die passenden Loop Cuts. Dafür brauche ich noch einen dritten, denn ich habe was ganz Spezielles vor. Ich möchte hier nämlich Kreise einbauen. Und dafür gibt es eine ganz einfache Technik. Die muss man halt nur erstmal kennen. Das ist das große Problem an der Sache. So. So. Und so. Da können wir jetzt unseren Kreis einbauen in dieses ja, Viereck aus vier Ecken. Und jetzt brauche ich hier noch einen. Und da können wir auch noch hier einen Kreis einbauen. Und aus diesem Kreis wird dann natürlich unser Zylinder, der sich hier dann nach oben zieht, zum anderen Flügel. Genauso machen wir das dann halt direkt. Ich denke, das ist gut so. Kann man auf jeden Fall so durchziehen. Als nächstes brauche ich einen Circle. Dafür will ich erstmal hier einen Circle hinsetzen mit 8 Ecken. Es müssen auf jeden Fall 8 Ecken sein, denn wenn ihr mehr habt, dann passt das mit den Vierecken hier nicht. Jetzt zurechtfinden. Das ist nicht ganz so einfach mehr, weil das Objekt so groß ist. Da macht es das Ganze schwieriger. So, platziert den einfach direkt darüber und selektiert das hier. X Faces. Jetzt selektiert ihr immer zwei vom Kreis und zwei aus dieser Kante, die hier entstanden ist. Und tut dort über F das Füllen. So. F. F. Wie ihr seht, das war ein bisschen weit oben drüber. Aber das ist nicht so schlimm. Das können wir ein Stück runterdrücken. Und schon haben wir unser Kreisloch hier dran. Und wenn wir jetzt ganz einfach E drücken, können wir da unseren Zylinder hochziehen. Und je nachdem, wie fein ihr das haben möchtet, könnt ihr das dann natürlich noch umstellen. So. Jetzt brauchen wir das Ganze natürlich auch noch auf der anderen Seite. Shift-D. Ungefähr hier. Ah, ist schon wieder zu weit. Aber ihr wisst ja, der Flügel ist ja nicht perfekt gerade, sondern halt angeschrägt von uns. Dementsprechend ist das logisch, dass das nicht ganz hinhaut. So, X, Faces, wieder dasselbe. F, F. So. Ups. Der ist da. Ja, selektieren, dafür muss man genügend Zielwasser getrunken haben manchmal. So, und wir haben auch das. Als nächstes müssen wir natürlich dasselbe nochmal auf der anderen Seite machen. Das wird natürlich wieder lustig. Dafür werden wir einfach mal. Was werden wir denn da mal machen? Sind das zwei Striche? Nee, das sah nur so komisch aus, weil hier noch das Gizmo-Ding da ist. Naja, kann man nichts dagegen tun. Ich kopiere das hier einfach mal. Shift-D. Und wir versuchen das so ziemlich exakt auf dieselbe Seite zu ziehen. Das ist ungefähr hier. Hau das hin? Ja, so ungefähr. Vielleicht ein Stück weiter noch da. So. Jetzt, da wir die beiden Dinger da haben, müssen wir natürlich hier wieder die Loop Cuts einbauen.
Eins. Hallo. Zwei. Und drei. Das ist super. Jetzt sollten wir vielleicht noch mal mit Shift und Alt die zu viel. Die beiden Dinger markieren und ein Stück nach da ziehen. Damit sollte es passen. Praktischerweise, da wir ja jedes Mal die Loop Cuts gesetzt haben, hat sich das natürlich auf der anderen Seite auch einfach so mitgebildet. Deswegen brauchen wir hier nichts mehr machen. Das heißt, gutes Bauen führt automatisch zu guter Symmetrie. Und das, was ich gerade getan habe, ist eher nicht ganz so schöne Symmetrie gewesen. Aber das ist auch kein Weltuntergang. Wir werden es überleben. So. Und fertig. Jetzt kommen wir noch hier zu dem Teil. Ups. Alles markieren. X, Faces. Ups. Ja, vielleicht bin ich manchmal ein bisschen leise, während ich hier so modelliere. Aber das liegt auch daran, dass ich mich teilweise etwas konzentrieren muss, damit ich halbwegs die Punkte treffe. Und weil ich teilweise auch überlege, wie es denn überhaupt jetzt weitergeht. Denn, wie gesagt, ich habe noch nie ein Flugzeug modelliert. Und ja, bin auch selber sehr gespannt, wie es denn am Ende aussieht.